Moinsen, wir starten ganz entspannt in unseren fünften Nidatry insgesamt rein in dir 3, 53 HP. Viel Spaß beim Video. Oh, das ist kein gutes Nidagame. Holy shit, das ist kein gutes Nidagame. Jetzt haben die für Threats, Malphite Ult, bei Werf Knockup, Weigerkasten, Jinx E, Lulu Ult, Lulu W. Haben sie bei Jinx genervt, actually? Ah ja, Ult Cooldown, okay, Jinx war noch Torbroken, alles klar. Ja, Jinx hat probably auch, sie hat auch Flash Cooldown dabei, schade. Okay, die haben komplett getrollt. Holy shit, haben die gegrieft. Boah, das war so insane für uns. Oh mein Gott. Das ist hier. Ah, oh, das war nicht so klasse. Hier ist so bad, mein Flash so zu verlieren. My bad. Ah, die haben noch hier. Okay, my bad. Dann noch hier. Warte, hier steht Wave. Steht Wave gut. Er steht gut, oder nicht? Ist nicht Teufel zu besen. Er sollte zu mir pushen. Oh. Das ist ganz so fein. Sie hat 11 CS. Ist halt dumm, dass ich hier den Kill gebe, natürlich. Hätte offensichtlich da nicht reingehen sollen. Ich habe vergessen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie hier spielt, actually. Was heißt vergessen? Ich habe nicht geguckt gehabt. Ist das schade, Mann. Hey, Jinx ist echt nicht gut, zum Glück. Der Wave zu diven wäre natürlich komplett insane, aber Italia ist viel zu später. Ja, es war klar, dass die Bell hier ist. Schade, Mann. Das sind so leichte Engel, die wir spielen könnten. Aber wir griefen leider. Einer 4, ich kann hier vielleicht Work machen. Versuche die Wave so schnell möglich reinzupushen und wir nochmal diven können. Push. Wo ist mein Team? Nein. Nein, wo ist mein Team? Ich bin so bad. Albert, ich bin nicht griff das Game so hart, Alter. Stirbt er nicht jetzt durch Veiga? Ja, er stirbt durch Veiga. Ich wünsche mir noch irgendwie Jinx kriegt, aber er versucht irgendwie Veiga zu. Okay, hat sie. Was? Ach, Digga, zweimal. Da schätze ich fucking Heal. Er steht sehr gut. Ich bin halt, habe halt einen großen Farm-Lead, aber leider. Die ist sehr schlecht. Ich habe fast doppelte CS. 60 zu 37 sieht schon sehr, sehr gut aus eigentlich. Deswegen bin ich eigentlich auch noch ziemlich gut im Game. Ich brauche guten Level-Lead. Problem ist, mit Jinx Lulu effektiv zu sein später ist wirklich nicht schwer. Botlane ist wirklich sehr, sehr gankable. Oh mein Gott, wenn Lulu das noch schafft zu sterben, ist das wirklich respektlos. Edward? Oh mein Gott, mein Team ist besser. Let's go. Nice, Mann. Gut shit, Jungs. Ihr seid einfach der Macher. Bisschen schade, dass ich keinen der Kills hab. Andererseits sind die Kills auch super gut auf Talia, weil sie unsere einzige AP-Quelle ist. Wie hat mich das bitte getroffen, so ein Bullshit, Junge? Der schlechter Flash von Talia, die müssen so oder so flashen. Hier ist so ein Flash, der schon Talia die erste W getroffen. Ein wichtiges W. Oh, so schade, dass ich so runtergelaufen bin in Early Game. Diese zwei Tode, die ich habe, neid ich die nicht, weil ich richtig gut im Game. Richtig gut im Saft. Genau, hier geht's mal Talia super gut. Die Belle ist giga behind. Das einzige. Das große Problem, was wir haben, ist Veiga und hat das Jinx Lulu so gut scaled. Edward? What? Die Jinx möchte nicht gewinnen, nice. Veiga kommt, Veiga kommt, Veiga kommt, Veiga kommt, Veiga kommt, Veiga kommt. Aus. Was ist das für ein Weg? Jetzt mein Team vielleicht ein bisschen verkauft, weil ich die Pointers aus vorgelesen habe. Eventuell. So ist sie nicht gestorben. Warte noch kurz. Das ist ein bisschen sehr unlucky, dass der Malphite da ist. Das habe ich nicht gesehen. Ach, Digga. Hier, Gitty geht in meinen Augen. Ist das useless? Aber dann meint er einen Shutdown. Ist okay. Ah, der Berger war kein Shutdown. Nee, okay. Es ist komplett useless. Na, meint.
Oh, das Game sieht richtig schlecht aus. Fuck. My bad. Ich bin viel zu low gegangen ohne Grund. Weil ich in den Weih reingelaufen bin. Ich hätte warten sollen, dass mein Team da ist. Mein Leben ist sehr viel wert, actually. Also mein Leben an sich, right? Meine Hälfte ist sehr viel wert in dem Game. Weil ich mir unser Geld, weil wir die schlechteste Teamkommer der Zeiten. Ohne Sinn und ohne Verstand. Oh, Jenna ist sehr useful. Jenna infeedet. Okay. Dabei geht jetzt auch schon Armor. Ich hätte nicht Collector kaufen sollen. Danke fürs Schild, aber war fast rechtzeitig. Na, ich war hinten. Ich hab den Ball ja nicht gesehen. Ey, bin ich langsam zusammenreißt, dieses Game ist das Game 100% verloren. Also, es ist super schwer zu spielen, right? Also, Samira ist horrible, Samira. Lila ist horrible, dieses Game. Kann der Akshan mal die Jinx die ganze Zeit solo auf Sideline ist töten, bitte? Geht mir richtig auf, dass die ganze Zeit solo Sideline darf. Ja, bis hier, es ist so krass. Damit konnte Akshan nicht rechnen, Digga. Ganz ehrlich, damit konnte niemand rechnen, dass die hier ist. Die ist so bad. Sie sidelandet einfach, als wäre sie Vayne oder so. Okay, genau. Okay, warte mal. Verstehe einige Sachen nicht. Aber mein A4 ist einfach mit Full Life gebased. Mein Jenna ist nicht um den Weiger rumgelaufen. Ah, okay. Gut. Ich habe nicht geahnt, dass der Navier einfach mit Full Life da basen würde. Ah, Akshan kann nicht einmal Akshan spielen. Er first timed. Er first timed im Ranked. Oh mein Gott, sie ist schlecht mechanisch. Weil das zum Glück mit sehr wenig Leben die ganze Zeit hier. Ohne Grund. Oh, das ist super lieb. Ich den? Was? Na, viele spielen auf. Okay, wir sollen das fighten, wir sollen das fighten, wir sollen das fighten, bitte. Der Weiger ist noch tot, wir müssen das hart fighten. Ach, Digga, ich bin so ein schlechter Niedermann. Riecht mich einfach nur um die Scheißwahl. Der Weiger wird uns alle versuchen zu verkloppen. Bitte tötet ihn dafür. Er grieft. Warum haben wir dem Weiger so einen Free Angle gegeben? Verstehe ich nicht ganz. Warum sich Jenna und Dings da so positioniert haben, dass er einen Free Angle kriegt, dass er einen Free Dings da bekommt. Na, viel versucht Jinx zu diven. Kriegt er die? Sehr schön, sehr schön. Das kann. Das ist gut. Wie ist das gut, was wir gerade gemacht haben, was? Sehr spannend. Ist hart übertrieben, nice. Akshan ist einfach bad. Ja, es war ein ganz guter Flank von mir, actually. Oh nein. Ja, ich würde. Jetzt haben wir, können wir das Game gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wie. Mein Team muss wirklich ausspielen. Ich mache gar nichts. Ich hab keine Ahnung, deren Team kommt auch so viel besser. Der Flank gerade war echt schon nicht schlecht, muss man fairerweise sagen. Können wir einfach Drake nehmen, bitte? Nein, was tun wir? Okay. Das ist echt sehr gut aus. Nein, nein, wir sind. Lords, können wir mitenden? Können wir mitenden? Endet. Muss einfach nur Weiger töten. Ja, nach 4 spielt echt so eine Aufnahme. Ich glaube nicht, dass wir enden können. Außer der Weiger endet jetzt. Das hier ist kein Enddeckel. Du Scheiße. Dann einfach Tower hitten, Jungs. Hit Tower. Ich bin so ein Bastard, ne? Junge, Naphiri ist so ein Macher, der Naphiri, Digga. Wie haben wir gewonnen, was? Keine Ahnung, wie das Game gewonnen habe. Ich war komplett useless. Legit komplett nichts gemacht. Jeden Fight bis auf den letzten, mein Ult gegrieft. Nicht mitgespielt. Ich war 200, Digga. Ich habe den wenigsten Schaden gemacht. Nur Lulu hat weniger Schaden als ich. Ich habe nicht mitgespielt. Genauso hat sie auch angeführt. Ich meinte, ja, ich werde maximal carried. Ich habe nicht geahnt, dass die Heal spielen. Die Lulu trollt da ziemlich hart, wenn sie keinen Heal hat. Ist sie einfach tot. Sie spielt aber Heal. Auch hier wieder dasselbe. Wieder Heal Diff. Ich muss nicht einfach nur gedulden. Ich muss einfach nur warten, dass mein Team moved. Ich muss es nicht so spielen. Oh, das habe ich auch maximal schlecht gespielt. Ja, ich mir so viel Poke gönnt für nichts, ne? Ich muss als Nila, wenn ich Engage spiele quasi, ich muss viel mehr meinen Health valuen, als ich es tue. So,
So, warum laufe ich da vor? Warum verliere ich Half-Life für gar nichts? Like, den Veigar kann ich dann niemals punishen. Ich kann nicht auf den Veigar drauf gehen. So, nächstes Veigar-Cue. Jetzt habe ich ein Leben, jetzt kann ich nicht mehr reingehen. Den Malphite habe ich leider gar nicht gesehen hier. Das war das größte Problem auch. Also das größte Problem ist, dass ich mich die ganze Zeit poken lasse von No Reason. Ich wollte da gerade Rebolt flashen, ne? Aber dass ich Malphite nicht sehe, hilft natürlich nicht. Wäre auch kein guter Flash rüber gewesen, hätte auch nichts gebracht. Dann hier nächster Tod. Veigar nicht gesehen, weil schlechte Kameraführung. Aber zu viel Ego, um rauszusehen, dann zu früh geht, um rauszuflashen. Hier dachte ich nicht, dass mein Navi hier einfach full life backportet. Ich dachte, wir fighten das. So, ich hoffe, mein Auto ist gut, dann stoppen wir die weg, oh süß. Sagst du deinem Friseur immer? Oben 5, Seiten 3. Vielleicht zu meiner Friseurin. Was ist die Jenna von eben? Die war gut schlecht, das ist gut. Was haben die für Threats? Skarner Ult ist gefährlich, Skarner durch Wände laufen, keine Ahnung, was für ein Spell ist. Ray Ult, generell ein paar Ray Spells, Jinx Traps. Das ist echt Tier 2, Lobina. Jenna Tornado, Jenna Ult. Ist eine Full Tier 2, Lobby? Tier 1. Ist traurig, dass der Split jetzt bald zu Ende ist. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen, den Account im Master zu kriegen in diesem Split. Aber ist ja egal. Das Wichtigste ist halt, dass mein MR gut wird. Dann kann ich nächsten Split schaffen, den Master zu kriegen. Dann auch schon nächstes Projekt, aber mal gucken. Ach, die überall auf Konto stand. Könnte ich auch sagen. Eigentlich eine Fullglatze. Weiß, wie gut es ist, wenn ich sie erinnere. Hier hatte ich Q-Winner, weiß ich nicht. Wollen wir einen Winning Trade? Nächsten E kann ich nochmal nehmen. Hahaha, sie ist so bad, what? Let's go. Oh mein Gott. Heal Diff. Actually Heal Diff. Richtig, ich spiele so selten Heal. Trotzdem einmal dran gedacht, dass ich Movement Speed Bonus dadurch kriege. Let's go. Shit, bro. Oh, hat die keinen Bock mehr. Holy fuck, let's go. Die ist auch komplett im Bruch jetzt, die Ray. Game ist vorbei. Die Jinx hat angefangen zu trollen. Die konnte es nicht tanken, das war klar. Oh nice, man, mein Team ist gut. Ja, dass er das macht. Problem ist halt, dass der Dings da existiert. Skarner existiert. Mein Ori muss das so krass gebüßt haben. Ich weiß nicht, wie ich das anders spielen soll, ehrlich gesagt. So schwierig. Er tot, ja. Ah, die Ori wurde Skarnholtet, Red. Kann ich Skarnholt eigentlich blocken, weiß jemand? Ah, ich finde es auch so schwer zu teamfighten auf Samira. Aber wir haben auch einfach nichts Gutes bekommen da. Ich meine, meine Ori ist einfach nur gestorben. Sie hat halt einfach nicht gespielt, leider in dem Fight. Ich würde einfach eine normale Ori-Shockwave haben und unsere Sejuani-Ulti nicht wasten. Sieht halt ganz anders aus, Red. Aber Renning ist halt auch überhaupt nicht da. Weiß nicht, was die hier wollen, aber die töten wir gleich. So töten wir sie nicht, ich bin am komplett hart hinten. Moment, ach, der gleich nur ein Bastard, Mann. Ich verliere das Spiel so alleine. Muss einfach nur warten auf Nautilus, mich nicht poken lassen. Wenn Nautilus da ist, sind die beide tot. Die haben kein Counterplay. Ich gehe einfach in Vito rein und sterbe, wie der größte Hurensohn. Ach, damit das Spiel nicht playable, schade. Also ein typisches Samira-Game von mir. Ich gehe 5-6-0. Ich gehe 5-0 und dann bin ich... Habe ich null Impact, wie immer. Schlecht. Egal, das kannst du aber noch komplett fallen. Die Jinx ist auch richtig scheice. Oh ja, Ulti die. Wir haben keine Sejuani. Wir machen das hier ohne Sejuani. Digga, was ist das denn für eine Zeitverschwendung, Bruder? Jetzt wird er unter uns die Piet natürlich, ne? Die können wir doch töten, oder? Das ist doch die scheiß... Okay. Oh, früher ist die P. Gut, gut, Renekton. Du möchtest auf jeden Fall gewinnen, Bro. Ja. Ja. Ja, Bro. Gut. Stark. Nice, Digi.
Das Lustige ist, wenn der Wendigen einfach TP'd, wenn Raid TP'd, gewinnen wir das einfach. Dann können wir das ja einfach spielen, ne? Lightwell, low. I mean, Seju kann hier safe gucken, ne? Ich weiß nicht, warum Seju jetzt für den Zinn geht. So, sie hätte einfach hier rüber queuen können, egal wen Dingsen. Haben wir nichts für Seju? Haben wir nichts? Wo ist der Sinn? Was ist das denn? Nice. Sag ja die Shit. Er ist immer noch komplett winnable. Ich muss nur aufhören zu täten. Aber schon stabil. Oh, der hat Skarnold dafür. Kriegt sie, oder? Kann sie mich nicht kriegen? Ah, okay, wir haben einfach Oriult für nächstes Spiel gespart, I guess. Okay, gut. Ziemlich sicher, dass Skarnold einfach tot ist, wenn Ori ultet. My bad, ich darf nicht für Jinx zu greeten. Ich kann da vielleicht mehr machen, aber dafür ist meine Combo zu schlecht. Mehr, wenn ich früh meine, wenn ich instant weiter auf die Jenna gehe und die voll Combo sie auch tut. Haben wir keine Sage Ult. Ja, wir kriegen halt mindestens ihren Flash, ne? Entweder Flash sie oder sie ist tot. Wird für einen besseren Moment gespart. Wo war unser Wannington weh? Hab ich das verpasst? Ach, keine Ahnung. Skarner ist so krass annoying für mich. Er kommt einfach von da hinten angerollt durch die Wand und geht auf mich. I don't know. Ich darf halt nicht inweht werden, I guess. Und da muss mir auf Distanz spielen. Wenn ich eine bessere Distanz halte, kann ich mehr wie den Fight gewinnen. Aber die haben halt so eklige Schems. Aber jetzt haben wir auch Summer gewonnen. Oh, das ist der Enge, das ist der Enge, das ist der Enge. Das müssen wir fighten. Deshalb wird's nie wieder. Team? Deshalb wird es nie wieder und so. Nächste Wand. Komm mal, wo ist Wannington? Das sieht ganz kritisch aus. Der Sinn ist da auch recht stark mit seinem 11-1, ne, leider. Ein krass schlechtes Game von mir overall, ne? Muss man mal sagen. Das ist ein Game, was ich carryen muss. Ich glaube nicht, dass wir in den Sinn irgendwas contesten können, Jungs. Allerdings der contestet aber. Und Seju contestet. Stark aus, was sie da macht. Gute Rennet-Nulls. Der spart immerhin nicht an Nulls. Ah, oh, ist einfach Midi-Range gelaufen, okay. Spannend. Also, sie können nicht enden, wenn wir nicht jetzt auch reinenden. Ah, chillig, okay. Wer hat mich mit irgendwas getroffen? Und das fighten, ne? Wenn der Wannington spielt, das ist unser Fight hier. Bitte, fightet. Bitte, bitte! Ach, Digga, ihr seid solche Hurensöhne, Mann. Seid solche Bastarde. Wir können das halt legit. Ach, egal. Egal, Mann. Egal, ich skimme besser. Wir wollen gar nicht deffen, wir laufen das ganze Game runter als Wannington und versuchen nicht zu deffen. Ne? Oh mein Gott, sind zu lustig und das Game ist nicht mal zu Ende, oder? Das Game ist zu Ende, das ist. Das heißt das. Schade. Wäre aber auch kein verdienter Win gewesen. Ja, das Game lief richtig gut. War ein Free-Win, ich stehe 6-0. Was läuft in diesem Fight falsch? Warum ist der so hard losing? Ich verstehe halt nicht, wo Nautilus Hook und Sejuani Q ist, ne? Oder Sejuani Ulti. Wie kann das hier erlaubt sein? Wie kann der auf mich raufjumpen? Wie kann der nicht jetzt instant weggehookt werden oder Sejuani Q'd werden, what? Wie kann der so lange auf mich raufhauen? Wie kann der mich Half-Life ziehen? Aber wir hatten keine Ori-Ults. Das war der nächste Fehler, okay. Also ich werde Half-Life geschankt, bevor der Fight losgeht. Jinx kann die ganze Zeit freeten. Wannington hat keine Ult. Ori hat keine Ult. Nautilus ist Level 5. Hat das die Ori da reingeflasht? No way. Sie hat nicht mal QW'd. Igitt. Sie hat einfach nur Flash Q'd, weil sie dachte, sie hat Ult. Sie hat nicht mal Flash QW. Alter.
Oh Mann. Okay, aber angenommen einfach, die Ori Flash nicht rein und cute einfach nur. Sondern spielt den Fight normal, dann gewinnen wir den Fight einfach, oder? Also sie muss ja einfach nur nicht rein Flash queuen ohne Grund. Und wir gewinnen den Fight, oder? So, offensichtlich sollte ich mich nicht so schanken lassen. Early. Aber jetzt weiß ich, was schiefgelaufen ist. Vanning hatte keine Ult. Orianna hatte keine Ult. Ist trotzdem rein Flash queued for no reason. Ich darf mich nicht schanken lassen vor diesem Fight. Ich dachte nicht, dass das jemals fightable ist für die. Fairerweise. Und hab den Sinn hart unterschätzt. Der hat mich jetzt hier wegrasiert. In der Fight war so verloren. Ich hätte probably nicht mehr reingehen dürfen. Scheiße, das, was ich da lerne. Jetzt sterbe ich nochmal. Aber ich bin so ein Bastard. Da kam gerade der Raid. Und ich gehe einfach rein. For no reason. Erstmal lass mich schanken for no reason. Ja, das ist ja flach, Digga. Ich bin so ein Bastard. Das war so ein Free Double Kill. Schlecht von mir. Was haben die für Threats? Aatrox Q, Aatrox W, Shyvana Ult. Shyvana E ist, das wird eine AP Shyvana sein. Die One-Tap mich. Cassio W, Cassio Ult. Bei Cassio Ult kann ich mich umdrehen, kann ich aber auch glänzen. Draven E, Draven Global Ult. Leona Q, Leona E, Leona Ult. Kann ich alles glänzen. Ich bin Comet Renata, what? Das ist crazy. Generell wollen wir Level 1 eigentlich ziemlich aggro spielen, bevor Draven 2 extra hat. Wir sollen das ziemlich hart gewinnen, Level 1. Leona ist eigentlich kein Champ, solange wir Leona keine Range geben, sollen wir hart gewinnen. Und ab 2, 3, ab 3 wird die Lane ziemlich rough. 3 muss ich aufpassen. Ab 3 können die mich nämlich ziemlich hart all-in. Was tun die, was? Nein, Bro, wie misse ich das aber, ja. Wie misse ich aber das Q, Mann? Ich bin so ein Bastard, Digga. Das ist ein Trade, den wir hardcore gewinnen sollten, Mann. Aber ich troll ihn. Bro, das kannst du. Ach. Mir wird nicht mal ein Assist gegönnt. Schade. Keine Ahnung, warum ich da aufgeflasht bin. Wahrscheinlich, weil ich verlieren will. Mein Midjourney performt komplett und ich flashe einfach rein. For no reason, warum flash ich? Wofür flash ich? Ich flashe einfach, um zu flashen. Dadurch komme ich an den Draven nicht mehr an und kann nicht fighten. Jetzt hat der Draven nur einen Cash, jetzt können wir nie wieder fighten. Schade. Ich spiele so schlecht, Mann. Das zweite Game, was komplett auf mich geht. So, das sind einfach Free Wins. Legit, 2 Free Wins. Dieses Game ist sogar noch härter. Noch härter nicht. Ich stand 6-0 letztes Game und konnte nicht gewinnen, weil ich zu schlecht bin. Oh mein Gott, mein Tadir ist so gut. Alter. Das ist eine Midland. Lass doch den Drake jetzt fertig machen, oder? Nice. Müssen wir nach oben raus. Ja, ich versuche jetzt die Talia einfach nicht runterzulaufen. Ja, sie ist fucking Faker. Da habe ich schon genug Schaden angerichtet. Okay, wir sind ganz gut zurück ins Game gekommen. Ich habe legit irgendeinen Smurf auf Mitte. Ich sollte hier gar nichts mehr machen. Ich sollte einfach die Füße steuern und mich gabbeln lassen. Ich habe schon so schlecht die Lane gespielt. Einfach den Freewin mitnehmen, einfach smart spielen. Ja, mit Jungle sind schon gigabiant. Ja. Nochmal die A2-Spieler, oder? Der da ganz entspannt die Cassio Ult sidesteppt. Zurück. Hier ist Renata tot. What? Dürfte fragen. Ach du Scheiße. Wie zum Fick ist die Renata tot? Was hat Renata getan? I mean, du hast gerade das Spiel verloren, Tali. I don't know, girl, ob du hier pingen solltest. Dass er mich gestunt haben, okay. Was? Wie auch immer das meine Schuld sein soll, ist eine gute Frage. Okay. Hat schon gehofft, dass es nicht reicht. Bitte die Wave pushen und nicht Wards attacken, Bro.
Ich kann nicht annähern. Ich würde den Kate zu draven, wenn ich hier. Halt dein dummes Schandmaul. Was soll ich denn machen da? Was soll ich denn da machen? Wohin soll ich denn gehen? Ich kann mich nicht exekutieren, sonst gebe ich den Kid zu draven. Herr Teddy hat auf jeden Fall ein hartes Ego-Problem. Und auch ist super wütend. Das war komplett ihre Schuld, Red. Wie sie es gespielt hat. Sie hat sehr schlecht gespielt eben. Ey, die Renata weiß nicht, dass sie einfach tot ist, ne? Wie sehen wir das denn? Hä? Das ist so krass. Aber was denkt sie? Kann irgendjemand in ihr Kopf reingucken? Was denkt sie? Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, wie das jemals ein winning 2v2-Fight für uns ist. Ich kann es einfach 0,0 verstehen. Ich sehe den Enkel gar nicht. Ich sehe den Enkel literally null. Ich sehe nicht, wie wir das in einer Million Jahren jemals gewinnen, außer Draven kriegt einen DC. Renata hatte nicht mal Ult. Sie geht dafür ohne. Digga, diese Renata griff mich so krass an. Wo war unser Talia W auch? Warum haben wir nicht Talia W? Oh, Talia W. Er hat einfach nicht Talia W. Okay, schade, Mann. Schade, Mann. Er ist halt tot, ne? Also, ich glaube, ich muss da reingehen. Ich glaube, es ist korrekt, da reinzugehen. Aber Talia hat einfach nicht gewählt. Unser Renata Flash Cute auf den Draven und Talia W einfach nicht runter. I don't know. Ich muss damit rechnen, dass sie es macht, no? Die spielt eigentlich auch nicht schlecht. Keine Ahnung, warum sie es nicht gemacht hat. Sie war auch ein Mensch. Sie hat auch weh ab. Es gibt keinen Grund. Wohin? Wohin mit dem Talia W? Ich habe ordentlich Schaden gemacht. Ob das smart war? Ne, war richtig schlecht, aber ich habe immerhin Schaden gemacht. That. Oh mein Gott, schön. Warum auto-taggt sie raus, Bro? Warum auto-taggt sie? Er hat offensichtlich kein Wort. Er kann sie nur töten, weil sie aus dem Busch raus auto-taggt. Sie kann einfach auf ihr nächstes Q warten und er ist 100% tot. Er hat kein Counterplay. Ja, sie wollte sterben. Unfortunate. James hat so einen Monster, ne? Das Problem ist, immer wenn der Draven hitten kann, kann ich nie reingehen. Das heißt, ich muss irgendwie warten, bis James sieht das und dann reingehen. Er würde hier. Kann ich diesen Weg gehen? Wir haben halt Leona getötet, ne? Heißt das, wir haben einen Free Ash? Ich glaube nicht. Ich meine, wir können natürlich hitten, aber es ist dann auch noch Flip, ne? Der Elf muss auf jeden Fall hitten, sie hat den meisten Schaden. Ja. Oh mein Gott, das Game ist so winnable. Let's go. Ich hatte keine Ahnung, wann ich da W usen soll. Ich habe auch gar nicht geht. Na, hä? Wie lange hält mein Ult? Ah, ich bin so eklig. Oh, wir sind so am Griefen. Oh mein Gott, sind wir tot. Ach, Digga, ich bin so schlecht, ne? Draven soll mich auf dem Rückweg getroffen haben, das ist spannend. Oh mein, wie hat mich das getroffen, bitte, what? Hey, BFF? Ja, Draven ist halt Fullbild, ne? Oh ja. Nein, ist das unlucky. No, wie unlucky. Was könnte gut sein? Oder da ist es da reingegangen. Okay, das könnte Draven sein eigentlich. Der wird aber sterben, was? Der hat, glaube ich, getrollt. Nice, 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 nice. Viel Drake. Oh nein. Oh nein. Oh, okay. Okay. Enden können wir nicht. Das war richtig schlecht. Die Kasse war so tot, wenn ich das halbwegs gut spiele. Okay, wir spielen für Nash Finish. Kriegen wir auch, glaube ich, hoffe ich. Weiß, wie viele dafür sterben. Daraus opfert sehe ich das gut. Aber.
Wie sollen wir das spielen? Aber wie sollen wir das aber spielen? Warum sollen wir das spielen? Warum sollen wir Tobi Five das spielen? Warum follow ich das, Digga? Das ist so ein dummer Dreckscall. Alter, warum follow ich das? Warum zum Fick follow ich das, Mann? Oh, warum follow ich das denn so? Ich muss das viel slower spielen. Oh nein, sie wird gedribbelt, oder? Also wird Hops genommen. Es gibt doch einfach keine guten Items auf Samira, oder? So, die letzten beiden Items sind irgendwie immer maskhaft. BT hat eigentlich nie Value, weil man eigentlich nie einen Fight hat, wo man über 70% Health ist. Also jedes Mal im Set stelle ich mir die Frage, was man gibt. Letzte Items. Dann geht ja auch immer jeder Collector. Einfach keine guten Items gibt, Alternativen sind. Oh nein, ist mein Dao schon tot, bevor der Fight losgeht? Okay, ja, nice, dann können wir den Drake auch direkt geben. Weil der Draven muss den Dings da komplett kaputt gehauen haben, den Aatrox. Muss nur Renata Ult gewinnen sein. Ich werde da nochmal im Replay gucken. Ich bin ziemlich sicher, dass einfach Renata Ult kam und der komplett ihn kaputt gehauen hat. Jetzt bin ich tot. Okay. Okay, haben wir gewonnen? Bitte sehr, wir haben gewonnen. Oh, ist das unverdient. Oh, ist das unverdient, wir haben gewonnen, oder? Stell dich vor, ich hätte ein halbes Gehirn und hätte geklänzt. Oder ansatzweise meine Combo gut gespielt. Ich habe mal einen Schaden gemacht, I guess. Oh, sie haben es verwendet. Ja. Oh, ich bin richtig scheiße, Mann. Oh, du hast mit 2-1 gespielt. Tod ist unverdient. Nehmen wir mit. Passt dir 2, es schmeckt. Echt, will ich einmal sehen, ob das passiert ist, was ich gedacht habe. Ob der Draven wirklich einfach Nightworks mit Full Life gewonnen hat. Ja, da ist es komplett runtergelaufen. Es muss legit einfach Renato Ult gewesen sein und der Draven dann einfach One-Tap Red. Wie es erwartet hatte. Boah, wichtig, dass wir Samira abgeschlossen haben. Ganz, ganz wichtig. Ich bin so ein Bastard, ne? Ich habe diesen Fight so schlecht gespielt. Es war ein Winning Fight, ich darf einfach noch nicht reinflashen. Danke fürs Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Das ist wieder eine Folge, nach der ich sagen muss, ich habe extrem viel Glück in meinem Abyss-Set momentan. Dass ich hier mit plus 36 RP rausgehe, ist ja wohl sowas von unverdient. Ich habe schon wieder so reingechoked. Waren richtig schlechte Games von mir eigentlich. Overall. Bei meinen Samira-Kombos, da wird mir übel beim Schneiden. Und das Nila-Game war auch mehr als disgusting. Aber naja, dennoch haben wir Nila First Try geschafft. Damit rutscht Nila auf dem First Try Podest auf Rang 2. Also auf Rang 2 mit den ganzen anderen Champs, die ich zweimal First Try geschafft habe. Samira wieder nicht First Try geschafft, das heißt, sie ist immer noch, habe ich sie nicht einmal First Try geschafft, was auch sehr verdient ist nach dem zweiten Game, was ich heute gespielt habe. Und Samira landet damit auch auf dem Podest der Schande auf Rang 2. Ja, einer meiner schlechtesten Champs, auch sieht man aber auch, ich spiele wirklich sehr schlecht. Nächstes Mal geht es dann weiter, also nächste Woche Sonntag geht es dann weiter mit Sivir, Smolder und Tristana. Es könnte richtig krachen, Smolder ist gerade ziemlich bad, meiner Meinung nach. Und Sivir auch, sind zwei Champs, die gerade wirklich nicht Meta sind. Mal gucken, wie das läuft. Und morgen habe ich auf ganz süß meine erste Runde Arena, die ich gespielt habe, seit der Modus zurückgekommen ist. Könnt ihr mal in den Kommentaren lassen, wie ihr Arena gerade findet. Und ob ich das vielleicht mal mehr grinden soll. Könnte man ja auch eine kleine Serie draus machen. Keine Ahnung, einmal die Woche kommt Arena oder so. Ein paar Games zusammengeschnitten. Wenn Arena Ranked rauskommt. Ich glaube, Arena Ranked ist gerade nicht online. Ich meine, es ist jetzt gerade nur, sind gerade nur Normie Games. Ich sehe zumindest nirgendwo Ranking bei League. Sorry für dieses ewig lange Outro. Danke fürs Anschauen. Wenn ihr das Video von morgen, das Arena-Video nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo und ein Like da und bis morgen. Kuss, kuss. Habt ihr? Let's go, Mann. Richtig schön. Ja, ich glaube, es ist Liebe.